Gut. Bumsi. YouTube. Eigentlich ist der Beste dran mit begrüßen, darum halte ich jetzt mein Maul. Damit YouTube. Servus beieinander. Hier ist der Betsy mit dem Zocki zurück bei Scum. Geilo, ich habe unser Auto gefärbt. Und ich habe jetzt eine gelbe Shot, eine gelbe Pistole und einen gelben Bogen. Genau. So, ich hoffe, dass unser Plan aufgeht. Aber die Batterie lädt sich nicht auf, oder? Ne. Jetzt muss ich nur richtig fahren. Das heißt, so, ne? Aber wo willst du jetzt hinfahren? Zum Händler, oder wie? Erst bin die Stadt da vorne und dann zum Händler. Okay. Bin ich richtig? Das weiß ich nicht. Aber weißt du, was wir machen hätten können? Wir hätten von dem Volkswagen da oben die Räder mal abmontieren können oder so. Stimmt, hätte man mitnehmen können, ne? Da habe ich jetzt aber auch nicht mitgedacht, weil wir so lustig gesungen haben. Oh. Ja, gut, dass das nicht eine Aufnahme war, ne? Ja, das war so originalgetreu, oder wir hätten so Stress gekriegt. Allein schon von der Tonlage her, vor allen Dingen. Ja, ja, Alter, Bruder, das war Autotune, so wie Autotune. Also, Seth hat einfach nur geil gesungen. Nur, dass wir keins brauchen, ne? Also. Ja. Wir klingen sowieso auch so schrill und so. Also. Wobei, jetzt bilde ich mir doch ein, dass er sich auflädt. Aber ganz langsam. Das kann sein, ja. Weil ich bilde mir jetzt ein, es ist ein bisschen mehr geworden. Also es ist auf jeden Fall nicht weniger geworden. Und der Tank hält auch verdammt lange, oder? Das ist schon mal sehr gut. So, sollen wir da reinschauen? Schauen wir da rein. Mit dem Auto rein. Warte mal, oder? hier gibt's doch eine Zapfsäule. Ja, stimmt. Die haben Wasser, genau. Ja, sollen wir lieber mit die Kanister hinlaufen, ist erstmal sicher. Natürlich, wir fahren nicht mit dem Auto hin, wir nehmen die Kanister. Hallo, ich habe gesagt Inventar öffnen. So, ich fühle mal so ein 40er. Mhm, ich auch. Ne, 20er glaube ich ist der kleine. Oh, wat? Da steht ein Pre. Der hätte gern ein paar Watschen von mir. Nimm den hinteren bitte, nicht dass du mich triffst. Ich treff dich doch nicht. Warum hast du nur mal Angst, dass ich dich treffe? Oder weißt du, du hast mich schon so oft gekillt. Alter. Also ja, das jetzt war nicht mit der Session hier, aber. Ich bin jetzt der Arrowman hier. Arrowman, Alter. Ich bin der verfickte Arrowman. Heile Bange. Iron Man ist am Stiesel. So, ich habe gesagt, ich mache das zwar nicht in der Aufnahme, aber das muss jetzt sein. Mir platzt die Blasen. Ah, okay. Der Sprit ist verdammt teuer geworden. Was? Kraftstoff mit mein ganzes Geld? Ja. Scheiß drauf, wir brauchen Sprit. Oder? Wie viel ist drin? Ist nicht mal voll. Nee, oder? Ist nicht mal voll. Deswegen findet man so viel Geld, oder was? Vielleicht. Kann sein, ja. Alter.
kriegen jetzt noch nicht mal das Auto damit voll, ja? Genau, steigen nach Geld schon. Da ist nichts drin. Reifenreparaturding, aber nehmen wir später vielleicht. Also ganz viel findest du wirklich im Betten. Ja, das weiß ich schon. Ist mir schon bewusst. Ja, da vorne ist wieder eine Zombiefrau. Zombiefrau? Vielleicht mag sie dich ja heiraten. Frag mal, magst du meine Zombiefrau werden? Bitte. Bitte. Erst, wieso geht das da nicht rein? 3 Kilo? Ja, das wäre genau 5. Rexato. So, ich hau mal das, was im Kanister ist, mal ins Auto. Gott im Himmel. Oh, oh, was? Ah, da ist nur ein Zombie. Alles okay. Gott, nicht mal annähernd voll. Aber er schluckt doch nicht so viel, also. Ja. Gut. Aber das heißt, wir müssen hier fast noch ein bisschen looten, ne? Ja, ja. Also wir brauchen Kohle, Alter. Das kannst du gar nicht vorstellen. Bei 1279 jetzt dafür ein bisschen Sprit bezahlt. Ja, verdammt, die Inflation, Alter. Das ist ja, ich, Mann. Also, es ist auch ein Scam angekommen, verstehst du? Ja, ja. Gut, ich habe schon wieder 124 dazu bekommen. Jetzt frage ich mich, ist das größer als die Tasche? Ja, auf jeden Fall. Oh, dann nehme ich das hier. Dann lege ich das kurz hier hin. Frage das hier, öffne hier das Inventar und tue hier die Waffe rein. Passt, mehr Platz. Was haben wir hier? Natron. Toastbrot. Dann weißt du, das war kein Toastbrot. Das war Toastgebäck. Kakaopulver. Oh, so einen geilen Kakao hätte ich auch gern jetzt. Mach halt einen. Oh, ja, ich glaube, ich mache mir noch einen. Einen schönen, warmen Kakao. Dass du jetzt auf den Kakao kommst. Ja, weil ich da gerade Kakao gefunden habe. Was? Stegliche. Na, oder dann kannst du wieder nichts einzuholen. Das geht mir mal wurscht. Das ist ja einzig. Da muss man ehrlich sagen, Alter. Die Spiel ist rotze geworden. Hey, da ist ein Fahrrad. Aber nur mit einem Rad. Es ist ein Einrad. Lach mal. Nee, weil da war es echt nicht so gut. What? Wie kannst du das sagen? Ich weiß, dass jeder Spruch von mir immer zieht. Heute, ohne Witz. Ich habe mich heute mit einem Kollegen getroffen. Pass auf. Einkaufsstraße-Ding, okay? Weißt du, wofür ganz viele Geschäfte sind. Das ist, glaube ich, ein Mann, ne? Und wir sind da gerade Bier trinken und du kannst in der Lokal, darfst du keine rauchen. Sind wir rausgegangen, einen rauchen. Reden so, bla bla bla. Auf einmal kommt irgendein Typ zu mir her. Sagt so, du bist ein richtiger Mann. Du stehst da, schau dir deine Augen an, du bist ein Muschimagnet. Was? Ohne Witz, er war urfasziniert von mir, der Typ. Okay. Sagt, du bist so, weißt du bist Mann, weißt du, so, boah. Breit, du bist Mann, du hast super Augen, du Muschimagnet, du hast sicher viele Frauen. Sag ich so, ja, danke, aber nein, so ist das nicht. Ich habe eine Frau. Alter, ach Gott. Da haben wir noch lange Witze drüber gerissen. Weil dann haben wir auch so geredet, weil er hat mit seiner Frau so eine Diskussion gehabt. Oh, scheiße. Warte kurz, habe ich hier ein bisschen, bin ich im Bedrängnis. Er hat mit seiner Frau so eine Diskussion gehabt. Da ist es drum gegangen, wie die Frau sich an. Jetzt kommen alle hier zu mir, leckt mich doch am Arsch. Oh, jetzt kommen richtig viele zu mir. Warte, wo bist du? Ich bin im Arsch. Da gehe ich aber jetzt nicht rein, du. Na, den treffe ich nicht, Alter. Da schieße ich 18 Mal daneben. Bei jedem mache ich ein Handy aus der Bärm. Ja, mach dir keinen Stress, Bruder. Bist du ins Polizeirevier oder wo bist du nur hin? Ich bin dran vorbei an den Garagen.
Kommt jetzt noch wer? Alter, wie weit bist denn du weg von mir? Also ja. Oh, da ist auch ein Zombie. Wagenheber habe ich hier. Haben wir einen dabei. Ich wollte noch erzählen. Auf jeden Fall haben, also er hat so mit seiner Frau eine Diskussion gehabt, da ist darum gegangen, wenn sich eine Frau so ziemlich aufreizend anzieht, ne? Dass die Männer dann schauen. Dann sagt er, ist das so, naja, er findet es so, wenn die Frau das macht, dann will sie auch angeschaut werden. Sagt sie, nein, sie sieht das anders, die Frau macht das nur für sich selbst. Weißt du, hat er gemeint, das ist ein Blödsinn. Ich sehe das aber auch so, weil das, wenn man sich schon sehr aufreizend anzieht, ne? Also ich sehe das so, dass die Frau dann will, dass du schaust. Du schaust ja nur, du belästigst sie ja nicht. Du schaust nur beim Vorbeigehen oder so ein Scheiß, weißt du? Ja. Und dann sind wir irgendwie wieder zu meinen Augen gekommen. Da habe ich gesagt, nein, nein, wenn ich darf schauen, weißt du, mit meinen Augen. Keine Ahnung. Ah, Blödsinn. Ah, ich bin übrigens im Polizeirevier, gell? Nur zu deiner Information. Ja, ich habe keine Rauchgranate. Ich habe halt keinen Schraubenzieher, deswegen bringt mir das nicht viel. Das ist ja aber scheiße. Ich sammle dafür ein bisschen Geld. Ja, mach das, wir brauchen das. wo habe ich es denn gehabt jetzt? Oh. Mann. Oh. Hallo? Stimmt, ich habe ja immer noch rohes Fleisch einstecken. Außerdem, ich finde das persönlich jetzt auch nicht schlimm, wenn eine Frau sich so anzieht und du schaust, weil das ist doch ein Kompliment, oder nicht? Weil du gehst ja nicht hin und sagst, ey, Puppe und so ein Scheiß, weil du schaust ja nur, weißt du? Ja, es gibt halt unterschiedliche Schauen, ne? Das ist halt das. Ja, nee, du gabst dir jetzt nicht so an, weißt du, so auf ja, Bewerb. Nee, aber nicht. Es gibt halt Männer, die machen das dann halt. Und das aber halt also, das. Und das ist ja auch nicht gegangen bei der Unterhaltung, sondern einfach nur dieses blöde M9-Magazin. Ich glaube, das brauche ich. Dieses blöde Hinschauen einfach, was? So, das war's. Mit was? Mit Schlösser knacken, oder? Ah, nee, ja. Einmal kann ich noch. Nicht versahen jetzt, Pudi. Und was ist da drin? Eine M9-Taschenlampe. Ja, es läuft doch. Das kann ich alles brauchen hier. Meine Knarre ist wieder topfit und gelb. Es ist jetzt ein Ding, ja. Sachen finden. Ja, ich will unbedingt, wenn du die Farbe rot findest, okay? Dann sage ich dir Bescheid, ich schrei. Absolut. Warum mache ich jetzt, warum drücke ich jetzt eigentlich immer Escape bei jedem Scheiß? Keine Ahnung. Ja. Oh, eine kurze Hose. Brauchen wir aber nicht. Kompass, Sturmmasken braucht man nicht. Fischerhut brauche ich nicht. Aber der Scheiß hier. Ah, da hätte ich eine Stichschutzweste für dich, Bessie. Habe eine an. Habe eine an, okay. Jo. Oh. Einen Polizeipullover willst du vielleicht haben? Nein. Wechsel doch die Waffe, Alter. Einen Helm auch nicht, nehme ich an, gell? Nee. Zu warm. Na gut.
Ah, da wollte ich noch reingucken. Wasser, nee, lassen wir jetzt da. Wasserflasche brauchen wir jetzt nicht. Was haben wir hier? 9mm Leuchtmunition. Okay, cool. Ich lasse mal kurz das Polizeirevier, das, die Waffe und das ganze Nachladen durch. Draußen in Sicherheit. So, mal gucken hier. Zack. So, ich musste mich mal kurz einmal verbinden. Gut, dann haben wir das Magazin hier voll. Und dann, ich sollte die Magazine nur an, in ein Kleidungsstück behalten, hätte ich gesagt. Wäre besser. Gut, dann ist das auch voll. So, wo war denn das andere Magazin? Sag mal, hier? Wenn man geblutet hat, hat man schon immer eine Blutspur hinter sich hergezogen? Also so Tropfen auf dem Boden verteilt? Bin ich jetzt unsicher. Das macht er nämlich gerade. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Also ich glaube, das ist neu. Hast du hier eigentlich irgendwo einen Bankomat gesehen? Ja, ja. Habe ich. Und wo ungefähr? Das ist eine gute Frage jetzt, gell? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das brauchen wir nicht. Ein bisschen Geld habe ich nämlich schon. Ja, ich kann zum Beispiel jetzt nichts mehr überweisen. Tagesding ist schon überschritten. Ah, da haben wir schon reinguckt. Warum, wie viel hast du schon jetzt zum Überweisen wieder? 310. Ja, das geht doch. Den Tank aber trotzdem nicht voll. Nee, aber dass man mal so einen Kanister noch reservemäßig voll machen, wäre auch nicht verkehrt, ne? Das wäre echt nicht so verkehrt. Aber kann es sein, dass du da vielleicht irgendwas noch nicht eingestellt hast, richtig? Wegen? Was meinst du? Wegen dem Preis? Ich hatte auch nichts mit zu tun, auch beim letzten Server habe ich da nichts eingestellt. Ach so, okay. Willst du wieder dieselbe Motorradjacke haben, die du vorhin hattest? Oder nee, ist dir scheißegal? Mir gefällt die jetzt, die ich habe. Okay, ich sehe gerade, meine Schuhe sind im Eimer. Ich müsste neue Schuhe. Na, warte mal. Da sind ganz zufällig irgendwelche. Hier müssen nee, wir aber ich will auch diese Lederschuhe haben mit der Betsy. Ich habe ja keine Lederschuhe jetzt. Ja, nicht mehr. Aber ich habe welche jetzt. So, habe ich wieder ein bisschen was drauf. Du konntest? Okay, ich konnte nämlich nicht. Das Tagessaldo war überdingselt. Ja, aber er hat schon wieder ein bisschen was einkassiert. Also von den 310 habe ich nur 294. Ah, wo war der jetzt?
Ja, das ist heftig geworden. Der schaut schöner aus, ne? Der schaut nicht mehr so geil aus. Oh, jetzt habe ich einen Kürbis mit schon wieder. Oh, da haben wir eine Motorradjacke. Hat die besser aus? Ach, die war ja hier schon. Na. Haben wir nicht. Ja, soll ich nochmal einen Kanister jetzt ein bisschen voll machen? Ja, warum nicht? Kannst du machen. Ich kann leider nichts anzeigen. Aber das Problem ist, es lohnt sich ja dann gar nicht zum Händler zu fahren, ne? Ne, das hätte sich so oder so nicht gelohnt, sage ich da ganz ehrlich jetzt. Ich würde eh sagen, dass wir ins kältere Gebiet wieder fahren. Können wir machen. Mir ist immer zu heiß. Eben. Dass wir eher mal so vielleicht C4 oder sowas machen. Nee, aber dann können wir ja noch schnell, müssen wir uns aber beeilen. Na, wir haben ja wieder keine Schraubenzieher. Ach, scheiße, Alter. Ja, das ist auch rar geworden, ne? Nee, eigentlich, ich hatte gut welche. Aber man findet echt viel Kohle. Ich habe schon wieder 485 Anhängern. Also an Geld mangelt es uns nicht. Oder wenn es in meinem Leben so wäre, wenn ich mich ins Bett lege und dann habe ich mir einen Hunderter in die Ritzen eine. Das wäre auch schön, oder? Na, du könntest es, wenn du wolltest. Was mit 100 in die Ritze reinhauen. Mm. Naja, ja, ich mache ja YouTube-Money. Ja, aber weil du ja gut sparst immer. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Nur du sparst es dir halt nicht im Bett halt. Ne? Woanders. Ja, im Konto. Wenn ich mich aufs Konto lege und mir dann 100 in die Ritze reinhauen. Ah, ja, aber die grüne Schottimunition war doch zum Furzen, gell? Ja. Aber ich nehme sie trotzdem mit. Das ist nur so, glaube ich, schreckschussmäßig. Für Betsy brauchen wir noch einen Wanderrucksack, hä? Mhm. Moment mal, jetzt habe ich mich kurz umgedreht und bin wieder in denselben Raum reingelaufen. Ist das ernst? Okay. Ja, kann passieren. Yes, we can. Jo, ey. Sicher kenne ich sowas. Ah, schaut her, mein gelber Bogen. Ist der nicht nice, ober nice und so? Kann man sich mal gönnen, so einen gelben Bogen? Brauchst du Kaliber 50? Na, warte mal, ich sag dir, was ich brauchen würde. 38er Kaliber, wenn du findest, das wäre auch was für meinen Revolver. Dann kann ich den auch mal nutzen und gelb anmalen. Hast du eine Peacemaker? Ja, richtig. Hm. Oh, Betsy. Wie er Bescheid weiß. Na? Der absolute Waffennah hier. Hm? Aber auch nur, weil er vorne eine gesehen hat und sich überlegt hat, nimmt er sie mit. Und dann ist ihm gekommen, nee, er hat ja die Munition nicht. Und deswegen... Weiß es nicht. Ich finde sowieso, es macht keinen Sinn, wenn wir dieselben Waffen haben, mit das, außer Schott jetzt zum Beispiel. Selbe Munitionsart, was war. Ja, klar, sonst können wir uns nicht so gut aushelfen. Ja, na, was? Na, Doch. What the fuck? Warum ist ein Fahrzeugreparaturkit und keiner nimmt es mit? Spitfire-Jacke. Oh, hier ist doch eine Rasierklinge. Ja, nimm sie in die Hand und klicke mal an, ob du dir dann Gesicht, deine Gesichtsbehaarung oder so wegrasieren kannst. Nee, geht nicht. Was kann man damit machen? Untersuchen, aus den Händen entfernen, also untersuchen. Werkzeug, das hauptsächlich dazu dient, unerwünschte Körperhaare durch Rasieren zu entfernen. Doch. Ja, siehst du, also doch.
Aber es geht noch nicht. Vielleicht, weil es noch nicht lang genug ist. Lass mal bei mir versuchen. Ja, warte, ich nehme sie mal mit. Dann nehme sie mal mit. Wäre lustig, wenn es bei dir gehen würde. Ja, aber ich habe ja die Zeit ja lang. Sagen wir mal, wann ist denn so ein Tag vorüber? Ich versuch's trotzdem. Ja, aber klar. Alter. Ich wollte es trotzdem versuchen. Aber ich könnte ja eigentlich rein theoretisch, könnte ich mir ja. Ach so. Was? Die kostet schon mal 5.000, die was? Gold Card. Ah, oh, okay. Ja, die ist teuer. Na, Alter. Aber die hatten wir doch mal und die hat nicht 5.000 gekostet. Nee, wir hatten immer nur die Standardkarte, glaube ich. Nein. Ich weiß noch, weil wir immer so viel. Wir hatten dann am Ende richtig gut Geld. Ja, vielleicht ist alles ein bisschen teurer geworden. Keine Ahnung. Ja, scheiße, Alter. Vielleicht aber ab nächstes Jahr kriegen wir eh mehr Kohle. Also bei uns in Österreich ist so. Ich weiß nicht, wie es bei euch rennt. Wir zahlen weniger Steuern nächstes Jahr. Ja, habe ich gehört, aber nicht bei uns. Oh. Wir haben es nicht so gut. Ja, passt ja. Dann nächstes Jahr Gehaltserhöhung wieder und dann auch weniger Steuern zahlen. Schönes Ding. Mhm. Habe ich da jetzt reinguckt? Ja. Da könnte der Betsy schon drin gewesen sein, wo ich jetzt bin. Das könnte sein, ja. Mhm. Ich komme jetzt wahrscheinlich daran, wo du jetzt die ganze Zeit warst. Ich war ehrlich gesagt in gar nicht so vielen drinnen. Aber machst doch immer die Türen zu, wenn du rausgehst? Nee, nicht immer. Aber manchmal? Manchmal ja. Warum? Keine Ahnung, einfach so. Habe ich schon gelernt, dass man die Tür hinter sich schließt. Echt? Mhm. Ja, das ist so ein Blödsinn bei mir. Ich kann es nicht gewesen sein. Nee, du. Ich bin nicht in der Lage, jemandem was beizubringen. Nee, das stimmt nicht. Du hast mir schon einiges bei Scum und Co. beigebracht. Wann haben wir Co. gespielt? Ich glaube, du verwechselst mich gerade da mit deinem anderen Freund. Aber soll man schon wieder weitermachen oder willst du hier noch weiter looten? Na, ey, von mir aus können wir schon Tschüss Papa wieder schauen sagen. Oh, was ist das gewesen? Motorrad steht. Naja, aber die feiere ich nicht. Nein, feiere ich nicht. Ich habe gerade welche an. Nee, ich habe ME-Stiefel an. So. Naja, die würde ich eher feiern. Motorradstiefeln ist nicht so meins. Na egal, ich habe dabei die Lederschuhe an, die du auch hattest. Oh! Jo, genau, Bribri, was machst du hier? Ich bin's. Kennst mich noch? Im Ferienlager. Weißt noch? Wir haben diesen Trottel Jason da, das schiere Kind. Also, wie wir im Camp waren, haben wir den ja ins Wasser getaucht und da ist er nicht mehr aufgekommen. Und seitdem ist er ein Serienmörder geworden, ein übernatürlicher Vollkoffer. Hat er jetzt Verstärkung gerufen? Nee. Wir müssen halt auch so fahren, dass immer wieder nach Geld looten können. Das Problem ist, es bringt ja nichts, wenn wir nichts mehr einzahlen können irgendwann, gell? Das ist halt. Ja, ja. Also Tageslimit waren 1.000. Was eigentlich eh viel ist, oder? Stell dir mal vor, du zahlst jeden Tag 1.000 Euro an. Wäre ja egal.
Gut. Betsy fährt. Ich brauche schnell was. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich mute mich. Derweil hier. Oh, also du wirst mich hören, aber... Ja, scheiß auf. So. Also unser Plan ist quasi, jetzt ins kalte Gebiet zu kommen. Boah, wir haben echt viel Sprit eigentlich. Ja. Und was Aufregendes passiert? Naja, gar nicht. Hab nur gesagt, dass wir eigentlich jetzt viel Sprit eigentlich haben, den Umständen entsprechend. Ja, nee, aber guck, na, es wird kaum weniger. Ja, eben, deswegen sage ich ja, den Umständen entsprechend. Das passt schon, das passt schon. Wenn schon so teuer ist, dann will ich auch nicht so oft kaufen müssen, weißt? Ja. Und wo fahren wir jetzt hin? Ins kalte Gebiet, oder? Richtung irgendwie B3, also Richtung C oder sowas. Okay. Die Frage ist nur, ob wir jetzt dann den Feldweg schon hochnehmen sollen oder der Straße folgen sollen. Ja, wir können ruhig den Feldweg nehmen und dort dann nach links abbiegen, weißt du, dann ist so eine Reihe von Gebäuden. Mhm. Und da können wir auch noch versuchen, irgendwas zu entdecken. Dann mach mal so. Aber ich glaube schon, dass sich die Batterie auffüllt, nur langsam, oder bilde ich mir das halt jetzt? Ja, ja, schaut so aus, gell? Ja. Wie langsamer fühlt sich die jetzt auf? Die Lenkung von dem ist aber echt anstrengend. So, links haben wir gesagt, ja. Richtig. Ah, ein paar Bauernhöfe, ja, vielleicht haben wir Glück. Ich glaube, da unten sehe ich schon ein Auto. Nee, das ist keins zum Mitnehmen. Das ist ein Schrottauto, meinst du? Ja. Ja, stimmt. Aber weiter hinten sehe ich noch ein Auto, glaube ich. Das glaube ich aber auch ein Schrottauto. Wir haben noch gar keinen Rager gesehen, glaube ich, gell? Doch, doch. Echt? Ja. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du den auch jetzt gesehen hast. Nee, dann warst du wahrscheinlich dann noch allein. Da ist nein, nein. Motorrad. Das, ich sehe es gerade. Das hat alle Räder. Mhm. Geilo, wir haben ein Motorrad. Du meinst, schau mal, wie viel Sprit das hat. Ja, ein bisschen hat's noch sogar. Ich will Motorrad fahren, ich will Motorrad fahren. Ja, ich stell's doch nur hier hin. Ja, 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 ich will Motorrad fahren. Wir haben ein Motorrad. Ja, wir brauchen nur noch ein bisschen mehr Sprit. Hoffentlich kommen wir vielleicht an Fahrzeugen vorbei, wo wir es abzapfen können. Wieso nehme ich eigentlich nicht den Werkzeugkoffer mit? Wir haben ja jetzt ein Auto, wieso nehme ich eigentlich nicht den Werkzeugkoffer mit? Eben, ha? Wir haben ein bisschen Inventar jetzt. Ach, schade. Ich hoffe, dass das Motorrad auch jetzt ein Inventar hat. Aber geil, dass da einfach so ein fixfertiges Motorrad steht. Ja, aber das haben wir schon öfters mal gefunden. Stimmt eigentlich, ja. Getränkerezeptbuch. So, wir fangen vom Badezimmer aus an zum Looten. Ein PH! Ein Büstenholder! Jo, meh.
Ja, okay, Firibur, was soll das da? Schau dir das an, was ist denn da los? Was haben wir da drin? Nix haben wir drin, Handschuhe haben wir drin, brauchen wir Handschuhe? Nein, brauchen wir nicht Handschuhe. Warte, tschüss. Ach, du rennst vor, ich dachte, wir fahren vor. Na, der Stickerl, bitte. Oh, da gibt es sogar kleine Apotheken. Aber die darfst diesmal auch du mal looten, dass du auch mal da. Ich habe eine Kettensäge. Das ist ja wurscht, wer es lootet eigentlich. Ja, stimmt. Wir geben uns ja eh gegenseitig alles. Und noch viel mehr. Was? Im 1911 Magazin. Boah, das kostet Ausdauer. Oh, das ist eine Garage. Gut. Nicht so viel. Oh, ein bisschen Benzino. Sehr schön. So, kann ich jetzt da? Aber das nimmst du fürs Motorrad am besten. Treibstoff überprüfen, einfüllen. Ja, ja, nicht für die Kettensäge. Oder für dein Auto jetzt. Aber ich wollte schauen, ob ich den Treibstoff von der Kettensäge ins Motorrad reinfüllen kann, aber das ging nicht. Sehr gut, jetzt habe ich auch eine neue Axt, eine kleine, damit kann ich schneller zuhauen. Hier wäre nochmal eine Trucker-Jacke, wenn du auch eine willst. Nö, passt schon die Jacke, die ich anhab. Okay. Okay. Ja, meine Cracker sind leer. Oh ne, guten Cracker. Die guten Cracker waren weg, also. Weißt du, das waren noch so die Cracker von der Omi. Staubtrocken, wenn du dranbissen hast, hast du halber das stickt. Ja, aber, aber sie haben satt gemacht, gell? Wie Panzerkekse. Zocki, ich hab unser Auto nochmal. What? Ja, und das eine Beifahrertür hat's, okay. Aber vielleicht hat es vielleicht Sprit noch. Aber es hat eine Motorhaube. Und eine Kofferraum-Dingsbums. Eine Kofferraumklappe. Eine Benzinkanister zufälligerweise dabei? Nee, habe ich ins Auto dann. Jetzt frage ich mich, ob die Motorhaube grün bleibt oder gelb wird. Nein, die wird grün bleiben. Aber ich lackiere sie dann eh noch, kein Stress. Ja, aber das sieht schon. Aber so kriegt man ein buntes Auto, weißt du? Ja, den Rest habe ich ja braun gemacht, die Seiten habe ich gelb gemacht, oben und unten habe ich braun lassen, also braun gemacht, ne? Ich habe ja zwei Farbdosen. Und du hast keine braune Waffe? Na, was mache ich mit einer braunen Waffe? Das muss ja auffallen. Wenn die Waffe jetzt, wenn ich die braun färbe, dann fällt sie ja nicht auf. Die braune Waffe kommt schon jeden Morgen, gell, Zocki? Oder ich habe die in der Knastbrieftasche bei mir gehabt. Ah ja, die Kettensäge, jetzt wollte ich schauen. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, du kannst den Tank nicht umfüllen. Ja, siehst du, grüne Motorhaube. Mhm. Kann ich dir ein Stück vorwerfen? Nein, auch nicht. Ach so, ich nehme gleich mal vielleicht in einen Reifen mit als Ersatz. Mhm.
Der Wagenheber sieht zu klein aus neben den Kanistern immer. Er braucht halt nicht so viel Platz, ne? Sehr gut, ein Ersatzreifen. Nee, geht nicht. Was geht nicht? Von der Kettensäge den Treibstoff ins Motorrad abfüllen, weißt du, also reinfüllen, das war da nicht möglich. Achso. Warte, hier war man ja schon überall, jetzt könnte man da eh wieder weiter, ne? Ja. Oh, der hat gar keinen Sprit. Hm? Achso, weil er keinen Motor hat, wahrscheinlich. Schade. Machst du? Tust du mir gerade Sprit klauen? Nein. Ach, du färbst. Ah, okay. Hä? Was ist denn? Was für ein Muster? Oh! Was denn? Kannst du neue Sachen machen? Oh, okay. Aber willst du dein Motorrad nicht auffärben? Oh, oh cool. Zocki wird ja richtig künstlerisch hier. Ich tue jetzt mal ganz kurz das Fleisch anbraten, glaube ich. Viel Farbe haben wir nicht mehr jetzt. Aber. Hä? Wenn ich da jetzt noch. Aha. Aha. Wo war noch mal das Lagerfeuer? Da unten oder? Ne, das Lagerfeuer, wie war denn das noch mal? Ach, das war unter Stützpunkt bauen, kann das sein? Ja, genau. Feuerring. Jetzt hat. Ja, voll.
Oh, wie schnell ein Banger der Betz. So. Absolutes Biest. Wie hat man jetzt nochmal Fleisch dann gemacht? Na, Spieß, ne? Oder? Warte nicht mal. Meinst du, man hat zuerst einen Spieß craften müssen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Warte mal, konnte man nicht fürs Auto so Platten oder Fensterschutzdinger craften? Aber wäre das auch der Stützpunkt gewesen vielleicht? Sonstige? Grillrost, Pfanne, improvisierter Grill. Also das braucht man schon. So, wegen der improvisierte Grill. Fuck, das kriegen wir gar nicht hin. Kleines Floß? Großes Floß? Hey, man kann Floß... Oi! Man kann ein Floß bauen. Was das bedeutet? Wir können Party machen auf ein Floß. Das ist cool. So, irgendwie muss man doch... Ach so, warte mal, du musst. Spieß 1, Fischspieß, Fleischspieß. Oh, da wird so, mir extrem heiß. Dann muss ich, glaube ich, das Fleisch hinzufügen. Wo ist es? Da ist es. So. Kochen. Oh ja. Und gleich noch einen zweiten. Habt ihr auch noch einen gemacht? Was hast du mir gemacht? Ein Fleischspieß. Ein Fleischspieß. Aber wo sah ich das dann nochmal? Bei weißt Crafting. Du, bei Crafting? Bei Crafting, ja, wenn Fleisch. Du willst, wenn es von Fleisch fertig. Ne, einfach F drücken. F muss drücken. Beim Feier. Ah, okay. Ich habe übrigens einen ganz witzigen Partyhut auf. Ich sehe es. Habe ich mir selbst gemacht. Am besten tun wir den ins Feuer legen. Brennt der jetzt? Den nicht mehr. Oh, den Rinseintopf tue ich weg, der ist verdorben. Ich hoffe, das Fleisch wird jetzt wieder ein bisschen gut dadurch, weil das war vorhin nicht mehr das Beste. So ehrlich muss ich schon sein, gell? Ja, das stört mich nicht. Ist dir da so nah am Feuer nicht zu warm? Doch. Warum stehst du denn so nah am Feuer? Darf ich nicht. Du kannst machen, was du willst. Du bist ein freier Mensch. Eben. Kann sich auch gern ins Feuer reinstellen. Also. Schön viel Brasesaufen jetzt dann. Dann pisse ich ins Feuer. Und dann wird's Feuer süß oder was erwartest du dir davon? Ja, keine Ahnung. Ich pisse einfach ins Feuer.
Da ist es doch auch nicht, Betsy Boy. Ich dachte, das machst du nicht auf Kamera. Auf Kamera? Na, wir, sind eh schon bei, wir sind eh schon bei 50 Minuten. Ach so. Auf Kamera? Ja, dann würde ich sagen... Was? Ich bin satt, ich bin müde. Was, du bist müde? Dann musst du ein bisschen schlafen gehen, Zocki. Er ist selber schlafen. So, hier gibt's nur Wasser. Mein Magen ist voll. Was hast du denn gemacht? Ich habe eine ganze Brause, wie heißt das? Brauseflasche getrunken, ja. Ja, ja, komplett weggeäxt, da den Sheet. Wahrscheinlich kannst du auch kotzen gleich. Ja, ich könnte mich erbrechen, ja? Nee, mach ich aber nicht. Mach ich aber nicht. Wäre auch schlecht, ja. Also wenn du willst, kannst du den ersten Spieß haben. Der ist gleich fertig. Ja? Wo habe ich ihn jetzt? In der Hand. Ah ja, stimmt ja. Oder meinst du den Grillspieß? Ja, was hast du da? Ja, auch den. Das sind zweimal, ist er jetzt wieder, warte mal, jetzt will ich mal ganz kurz dran riechen gleich. Ja, ob er noch frisch ist. Geschmack prüfen, kalt, grottig gekocht. Ja, Entschuldigung, ich habe halt noch kein Kochbuch. Ach so, ich hätte ein Kochbuch gehabt. Ja, du hättest es besser machen können, ja. Aber wir müssen nur ein, wieder... Ein Top-Rezept hätte ich gehabt. Ja gut, dafür haben wir nicht genügend Zutaten. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, YouTube, macht das gut, gell? Und haut's rein. Haut's rein, genau. Brav sein, ja, auch genau. Und macht's gut, ciao. Scheiße, meine Ausdauer geht nicht mehr hoch. Ciao.